Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Super Mario Galaxy. Und der Toad hat anscheinend Post für uns. Was hast du da? Mario, ich bin's, der Briefträger. Ja, ein Brief ist für dich angekommen. Oh, lieber Mario, ich bin im Moment ganz weit weg und ich hab dir was geschickt. Hey, juhu, 5 One-Ups. Wow. Ja, gib her. Keine Zeit dafür, okay. Wie ihr unten sehen könnt, wir haben alle unsere Leben verloren. Das liegt daran, dass ich, wie im letzten Part wahrscheinlich erwähnt, ich meine ja, dass ich eine Aufnahmepause gemacht habe, weil die Batterien alle waren, aber die sind jetzt wieder da. Deswegen würde ich mal sagen, auf zur nächsten Galaxie, die da, siehst du, die, da gehen wir jetzt hin. Okay, es ist eine Weile her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe, um genau zu sein, eine Woche, also jetzt nicht so lang. Aber ich weiß in etwa, was letztes Mal passiert ist, deswegen einfach mal los. Ich erinnere mich daran, dass wir die, wie heißt es denn überhaupt, Terrasse? Nee, das heißt hier nicht Terrasse. Ich weiß nicht mehr, wie dieser Ort hier hieß. Küche? Sieht ja alles so nach Küche aus. Ach, guck mal, du bist ja auch noch da. Oh, hey, du, hast du Sternteile für mich? Ich will ganz viel essen. Oh, komm schon, ein paar Sternteile. 600, die haben wir sogar. Nice. Schön rein damit. Friss alles, was du fressen kannst. Oh, geil. Mein Bauch ist voll los. Verwandlung. Und damit wäre eine neue Galaxie geboren. Ja, ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal damit an. Keine Ahnung, welche Galaxie das ist, aber ich bin bereit, egal was kommt. Die Tränengalaxie, Ausbruch der Riesenaale, das sagt mir gerade mal so gar nichts. Ah, doch, die. Okay. Ja, die mag ich jetzt nicht so sehr, weil die ist relativ kurz. Wobei ich glaube, alle von diesen Gourmet-Luma-Galaxien sind relativ kurz. Deswegen jetzt nicht unbedingt überraschend, aber naja. Ja, ich glaube, wir müssen uns einfach den Panzer nehmen und dann die Aale töten. Aber warum? Was haben die Aale denn je getan? Die Aale wollen doch auch nur leben. Die Aale. Bam! Oh. Das hat ja schon mal super geklappt. Ja gut, wir haben hier direkt einen weiteren Gewehr. Folgen wir dem einfach mal, würde ich sagen. Wow! Wo kommen denn die ganzen Torpedos her? Irgendjemand muss die doch schießen. Ist das vielleicht Bowser? Ist der irgendwo hier? Dam, dam, dam. So, komm, immer noch einen her. Also die Aufgabe ist jetzt nicht so schwer, deswegen sollte ich mich mal nicht so blöd anstellen hier. Ja, das war dumm, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Sorry, sorry. Oh, ein roter Panzer. Wie in Mario Kart dürfte auch der verfolgen, glaube ich. Oder der ist einfach schneller, weil der kommt mir deutlich schneller vor. Und jetzt... Okay, jetzt bin ich zwar auch getroffen worden, aber na gut. Man kann nicht alles haben. Ich glaube, es gibt 3 Aale. Da kann ich mich jetzt gerade irren. Aber, naja. Gib her den Panzer. Oh, warte. Ich nehme mal... Oh, ho, ho, das wollte ich gar nicht, aber getroffen. Okay, einer noch. Weg da. So, wo ist denn der letzte Aal? Da hinten. Ich sehe da was schwimmen. Ja, das ist er. Ich krieg dich auch noch, du Halunke. Und... Ja, der verfolgt. Das war's, oder? Ja, ich meine, ist jetzt nicht die allergeilste Aufgabe, oder? Ist zwar... Also wie ich schon mal ein paar Mal erwähnt habe, ich mag die Unterwasserlevel in Mario Galaxy ganz gerne, weil die sind von der Steuerung her einfach... ziemlich gut. Aber das Level hier war jetzt nicht unbedingt meins. Gib mal eine Münze her, sonst sterbe ich hier noch, verdammt nochmal. Und der Stern ist hier gespawnt, richtig? Bei dem Schiff, genau. Und her damit. Nice. Das war ein relativ schneller Stern. Und ich würde sagen, wir machen dann da oben mal weiter bei der Küche oder was auch immer da sein soll. Es wurde uns im letzten Part gesagt, aber ich habe es schon wieder vergessen. So, vielleicht steht es hier auch nochmal an der Wand. So, warte, zeig doch mal... Na, weg damit! Speichern brauchen wir gerade nicht. Ich kann das so nicht lesen. Küche, genau. Ist aber ziemlich klein geschrieben. So, okay, dann gehen wir mal wieder zurück in die Küche. Ah, du da! Ja, du solltest die nicht essen, verdammt nochmal. Es war eher als Strafe gedacht, aber naja. Hat nicht so ganz hingehauen, glaube ich. Sind das da eigentlich Pokale? Sollen das Trophäen sein? Oder ist das einfach eine Schüssel oder ein Kelch oder was weiß ich? Das wäre jetzt natürlich, ja, ich glaube schon, das sollten einfach nur irgendeine Schüssel darstellen. Ah, okay.
Weiter geht's jetzt hier in irgendeiner Galaxie hier. Und zwar... Ach, die Glasstrand-Galaxie. Ich dachte, damit wären wir fertig gewesen, aber es gibt wohl noch mehr. Ja gut, schauen wir uns doch mal an, was diese Galaxie so noch zu bieten hat. Oh, ein Secret-Stern? Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, was wir hier machen sollen. Das Rätsel der Strudelhöhle. Der hat mir jetzt auch keinen Hinweis irgendwie gezeigt, ne? Also... Vielleicht soll ich auch einfach hier hoch oder so? Weil, ich meine, letztes Mal waren wir unter Wasser und dann sind wir... Warte mal, da ist eine Röhre. Habe ich schon gefunden? Habe ich das Secret schon gefunden? Hier ist auf jeden Fall irgendetwas. Das sieht eher nach Bonus One-Up aus, aber naja, schauen wir es uns doch mal an. Hopp! Das war so nicht geplant. Kann man nicht so einen Seitwärtssprung machen wie in... Doch, kann man. Oh, das war jetzt vielleicht nicht so schlau. Okay, ich glaube, man soll es so machen. Man geht hier hin, macht einen Wandsprung, ist dann hier. Und jetzt... Ich glaube einfach hier hoch, oder? Weil das kann man ja nicht umsonst aufmachen, schätze ich mal. Kann der Goomba da mal vielleicht... Ich würde gern, dass der Goomba da weggeht. Was macht der eigentlich hier so ganz alleine? Ist vielleicht eine gute Frage. Okay. Das gibt jede Menge Sternteile. Yay. Ja gut, das hat mir jetzt auch nichts gebracht. Zumindest nicht, wenn es um den Stern geht. Also ich weiß jetzt echt nicht, ob ich hier unten nachschauen soll oder... irgendwo ganz woanders. Aber hier geht es auch gar nicht weiter hoch. Ich versuche ja zu erinnern, ob... Ich meine... Ja, du bist mir eine große Hilfe, du. Ich meine schon, dass es irgendwo oben war. Deswegen hatte ich auch direkt die Intuition, dass ich hier hoch soll. Warte mal, hier drin vielleicht. Ich brauche einen Panzer. Hat hier jemand einen Panzer vielleicht? Ist hier vielleicht irgendwo einer, den ich nicht gesehen habe? Panzer? War da oben nicht irgendwo einer? Oder irre ich mich da gerade? Kurzzeitgedächtnis for the win. Ich krieg den verdammten Sprung nicht hin. Naja. Gut, dann gehe ich halt hier ins Wasser, weil da unten ist ja ein Panzer. Wenn ihr das unbedingt von mir wollt. Und her damit! So, wie komme ich jetzt hier raus, ohne dass der Panzer kaputt geht? Das ist eine ganz gute Frage, aber ich glaube, das ist gar nicht mal so schwer. Einfach springen? Ja, das hat nicht so gut geklappt, würde ich mal sagen. So? Ja, das hat geklappt. Okay. Dann wollen wir mal schauen, was hier in dieser schönen Truhe ist. Oder Schatzkiste oder was auch immer. Ha! Oh, das sieht richtig aus. Wo kommen wir jetzt hin? Oh, an den Stern erinnere ich mich sogar noch. Der ist ziemlich cool, weil hier gibt es ein einigermaßen neues Power-Up. Zumindest haben wir es in diesem Let's Play noch nicht gesehen. Und es gibt auch diese Enten hier aus Super Mario Sunshine. Die hier irgendwie deutlich nützlicher sind als im eigentlichen Spiel. Also in Sunshine. Wir brauchen erstmal... Moment. Genau. Komm mal her. Komm mal her. Ah, komm mal her da. Hier. Folge mir. Wir brauchen seine Hilfe. Wäre ein bisschen gut, wenn er vielleicht ein bisschen schneller läuft. Aber naja. Man kann nicht alles haben, wie gesagt. Warum bist du so langsam? Okay, so. Na, jetzt komm doch her! Verdammt nochmal. Okay, und das dürfte ein neues Power-Up freischalten, und zwar die Eisblume. Jetzt geh weg da. So, und mit der Eisblume, Eis Mario, schüttel die Wii-Fernbedienung, um zu skaten. Du kannst auch auf Wasser laufen. Lass mich doch in Ruhe. Okay, und damit können wir jetzt hier auf dem Wasser laufen und... auch schön die Wasserfälle hochspringen, was eine eigentlich ziemlich epische Idee ist, würde ich mal sagen. Also man kann über Nintendo sagen, was man will, ne? Aber auch nach 30 Jahren kommen die immer noch auf sehr, sehr gute Ideen. Oder 20 Jahre oder was auch immer. Wenn man es genau nimmt, sogar über 100 Jahre, aber das ist eine andere Geschichte. So, jetzt hier doch mal das Gleiche, aber wir brauchen seine Hilfe. Also komm mal her. Oh, stirb nicht! Oh, komm her! Nein! Ach, da ist nur die Münze, verdammt. Komm mal. Oh, der ist gerade gestorben. Verdammt.
Ich hoffe mal, der respawnt, weil wenn nicht, wäre blöd. Komm mal her. Oh, wir haben, glaube ich, nicht mehr genug Zeit. Komm mal her, komm mal her. Naja, das war klar. Kriege ich hier noch irgendwo ein Power-Up, oder? Wie ist das? Oh, er ist ertrunken. Sollte der als Ente nicht eigentlich überleben? Das soll doch, glaube ich, eine Ente sein, oder? So. Versuchen wir das Ganze doch noch ein weiteres Mal. So, komm her, komm schnell her. Okay. Ja, gut. Und das dürfte es auch schon sein. Ah, der Stern. Also der Stern ist jetzt nicht der allerschwierigste, aber ich finde ihn einfach von der Idee her wahnsinnig genial. Also echt, kann man nichts gegen sagen, finde ich. So, das war der 32., wenn ich mich recht entsinne. Ja, okay. Jetzt bräuchten wir schon einen Kometen, weil wenn nicht, dann kommen wir hier nicht mehr weiter. Schauen wir doch mal nach, ob er vielleicht schon da ist. Oh, tatsächlich. Ich glaube zu wissen, welcher das ist. Und zwar... Okay. Tempomodus, der Himmelkorridor. Ja, ja, das... Ihr erinnert euch, im letzten Part wahrscheinlich war das, wo wir hier oben herum gelaufen sind. Das Ganze dürfen wir jetzt nochmal machen, und zwar auf Zeit. Gab es die Aufgabe nicht auch in Mario Galaxy 2? Ich meine schon, aber da halt mit Leben, oder? Das kann völlig falsch sein, aber habe ich gerade irgendwie so im Hinterkopf. Ach, ist einfach alles schneller. Ich dachte, es wäre mit einem Zeitlimit, aber das ist anscheinend nicht der Fall. Okay, ich glaube mal nicht, dass das hier allzu schwierig ist, oder? Ich meine, hier kann ich ganz einfach rüber. Ja. Ja, komm jetzt. Ich habe keine Entschuldigung dafür. Ich weiß selbst nicht, warum das jetzt nicht geklappt hat. Einfach, weil ich zu früh gesprungen bin. Mit dem Timing. Ich wollte halt rechtzeitig da sein. Kann man es mir verübeln? Nein. Oder? Oder doch? Ja, kann man vielleicht. Okay. So, komm. Also, so schwer ist es jetzt nicht. Warten wir jetzt mal eben. Und dann... Bam. Und springen. Ja, komm. Ich meine... Schwer ist was anderes. Ich meine, das hier bewegt sich jetzt auch nicht so schnell, oder? Hier drauf, dann hier drauf. Okay, so. Ich glaube, der bewegt sich einfach immer weiter. Deswegen können wir einfach hier weiterlaufen. Ja, richtig. Und dann sind wir auch schon fast wieder da. Hier sind wir sicher. Der geht bis dahin. Warten wir mal eben auf einen... Ja, hier hätten wir uns hier hinstellen können. Das wäre vielleicht ganz gut gewesen. Jetzt rüber. So. Was jetzt? Und Weitsprung. Okay, was jetzt? Wir stellen uns hier hin. Hier können wir nicht sterben. Okay, nice. Und auch hier dürften wir sicher sein, weil ja hier der Block ist. Und der nicht bis hierhin kommt. So. Wo, wie hin? Ja, genau. Wie hin? Tolles Wort. Habe ich da gerade gebildet. Oh, oh. Kommt er bis hierhin? Kommt er bis hierhin? Wäre auch eigentlich egal gewesen, weil da ein Freiraum war, aber okay. Also das war gerade vielleicht ein bisschen dumm, aber okay. So. Also wie gesagt, auch das ist jetzt nicht so schwierig, aber... Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass einige Leute hier vielleicht... Probleme bekommen könnten. Aber natürlich für einen Pur wie mich. Ich lach darüber. Ja. Okay, wir haben noch genügend Zeit für ein, zwei weitere Sterne. Wir kommen ganz gut voran, wie man sieht. 33. Stern. Ein paar Sternteile. Und damit hätten wir die Galaxie jetzt endgültig abgeschlossen. Und können weiter zur nächsten. Welche wäre denn das? Ja gut, wir können es uns aussuchen. Ich würde sagen, wir machen erstmal mit der 20 weiter. Und das wäre... auf geht's in Luigi's Mansion. Naja, nicht so ganz, aber in die Phantomgalaxie. Eine Geistergalaxie? Rette Luigi aus dem Spukhaus. Das machen wir doch liebend gern. Luigi, der sympathische, kleine große Bruder von Mario. Wieso ist das eigentlich so, dass Mario mit Nachnamen Mario heißt? Und Luigi mit Nachnamen auch Mario heißt? Also, man kann über Nintendo vieles sagen, ne? Aber das ist jetzt nicht so ganz durchdacht. Ich weiß auch nicht, warum die das so gemacht haben, weil es macht einfach kaum Sinn. Mario, Mario und Luigi, Mario. Ich meine, come on.
Das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Wenn, dann hätte man die Namen auch einfach... Oh, pass auf, Mario. Man hätte die Namen auch einfach ganz geheim behalten können, aber naja. Also offiziell heißen sie, glaube ich, so. Mario, Mario und Mario... und Luigi Mario. Und... Ach, komm schon. Was ist denn los hier? Stirb nicht gegen einen Goomba. Und... Down... Down... Da... Ach, ich muss sie zweimal... Ach so, okay. Ich dachte einfach nur nochmal gegenlaufen, aber anscheinend nicht. Aber wie gesagt, warum Luigi Mario? Das macht doch echt keinen Sinn. Ich meine, Mario Mario macht auch keinen Sinn, aber Luigi Mario? Wenn sie Geschwister sind, natürlich klar, aber... Trotzdem. Naja, naja. Nintendo-Logik ist vielleicht jetzt nicht unbedingt... Das sind nicht unbedingt die besten Freunde, würde ich mal sagen. So, vom Buu wegschauen, der läuft in... Nicht in das Licht, weil ich mich blöd platziert habe. Wobei, jetzt und down. Okay, wir müssen hier den Buu finden, der, glaube ich, einen Schlüssel hat. An das kann ich mich noch erinnern. Oh, ein Toad. Geister sind empfindlich gegen Licht, das wissen wir. Ist hier... Ich dachte, hier wären Kisten, aber anscheinend nicht. Dann ja wohl hier, oder? Hier muss doch irgendwas sein. Oder auch nicht. Ha. Huh. Also irgendwo muss da noch ein Buhu-A im Bild, genau. Komm mal her. Und der müsste doch jetzt den Schlüssel haben, oder? Ja, okay. Und die Tür öffnet sich auf magische Weise, ohne dass wir den Schlüssel überhaupt reingesteckt haben. Aber okay. So. Nehmen wir mal die Sternteile mit. Die liegen so schön auf dem Weg. Obwohl es gar nicht so viele sind. Das waren jetzt vielleicht 5 bis 10. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber irgendwie sowas. Kann man eigentlich die Lichter ausmachen? Ja. So viel dazu. So. Hier wieder ein paar von den Sternensplittern einsammeln. Ich glaube, die hießen so. Mann, ich vergesse auch eine ganze Menge nach so einer Woche Aufnahmepause. Gibt's doch nicht. Ah. Ich nehme das gerade übrigens... Ende? Ja, nahe Ende. Juli. Oh. Oh, das war jetzt eher auf Glück. Soll ich hier hin? Ich erinnere mich gar nicht an den Raum. Aber okay. Hä? Das war anscheinend falsch. Ah, warte, da. Ich habe hier was gesehen. Da ist ein Schalter. Der ändert wahrscheinlich die Gravitation. Ey, jetzt nicht ernsthaft nur für Münzen. Jetzt mach kein Scheißspiel. Ja gut, vielleicht brauchen wir die für einen Luma. Das wäre ganz nett. Komm mal her. Ich nehme es auf jeden Fall mal mit. Es kann ja nicht schaden, glaube ich. Es kann ja nicht schaden. Was ich gerade noch sagen wollte, ich nehme das Ganze gerade... Sind jetzt... War ich zu langsam? Ernsthaft? Naja. Was ich sagen wollte, ich komme jetzt endlich mal dazu, dass ich das Ganze gegen Ende Juli aufnehme. Es wird wahrscheinlich gegen Ende August hochgeladen werden, schätze ich mal. Ich nehme halt immer ein bisschen im Voraus auf. Das ist jetzt vielleicht für euch nicht das Allergeilste, aber ich kann es halt nicht anders machen. Und ich habe gerade jede Menge Stress wegen Uni und so. Ihr müsst wissen, am Ende eines Semesters, da geht die Scheiße immer so richtig ab, weil man halt seine ganzen Arbeiten abgeben muss, die Klausuren anstehen und ich sag mal so, die Klausuren, die man in der Uni schreibt, sind nicht unbedingt vergleichbar mit denen, die man in der Schule schreibt. Es ist schon ein ganzes bisschen anspruchsvoller, jetzt nicht von der Quantität, aber von der Qualität. Also ich würde in etwa so vergleichen, diejenigen, die Abitur gemacht haben, die werden ja wissen, dass man quasi alles, was man in den letzten 2 Jahren gemacht hat, nochmal wiederholen muss. Also das ist eine ganze Menge. Das waren also mehrere 100 Seiten. So ist es auch ungefähr am Ende eines Semesters. Man muss einfach wahnsinnig viel nochmal machen. Jede Menge lernen. Und mehrere 100 Seiten sind da oftmals im Programm. Also wie gesagt, das muss ich mir gerade antun. Am Mittwoch habe ich meine letzte Klausur, das wird hoffentlich gut gehen, aber bisher ist alles gut gegangen, deswegen bin ich jetzt einfach mal zuversichtlich. Um ehrlich zu sein, bin ich auch ein bisschen hinter dem Zeitplan, aber hey, hey, warum nicht? Ich hoffe, es wird alles klappen, wenn nicht, ja, dann halt nicht. Man hat ja auch, also falls ihr das nicht wisst, man hat in der Uni gleich 3 Chancen, eine Klausur zu schreiben.
Wenn man es beim ersten Mal nicht schafft, hat man halt den zweiten Versuch. Wenn man es beim zweiten Mal nicht schafft, den dritten Versuch. Und wenn man es dann nicht schafft, tja, würde ich sagen, Pech gehabt, dann war's das. Was ist das denn da einer für ein... ich geh mal weg da, bitte. Geh mal... Auf jeden Fall, wenn man alle drei Versuche nicht besteht, dann war's das, glaube ich. Dann ist man einfach raus. Dann, ja, tot, ne? Ja, ich meine, so schlimm ist es nicht, ne? Aber man kann dann schon sich darauf gefasst machen, entweder sich an einer neuen Uni einzuschreiben oder, jetzt geh doch... du bist doch ein... Ach ja, man kann ja einfach töten. Ganz vergessen. Wie gesagt, entweder bei einer anderen Uni einschreiben oder... ja, ich würde sagen, was anderes mit seinem Leben anfangen. Also, entspannt ist was anderes, ne? Also, es gibt da schon jede Menge zur Sorge, aber... ich meine, es ist der erste Versuch. Da mache ich mir jetzt nicht so viel Sorgen. Wie komme ich jetzt da durch? Ich versuche irgendwie höher zu kommen, aber ich... ach, da soll ich rein, aber trotzdem. Warte mal. Geh doch... ich komme irgendwie nicht höher. Warte mal. Ah, okay, geht doch. So, komm. So, ich weiß jetzt nicht, wo ich jetzt noch drauf hinaus wollte, aber... ja. Bruderherz, da bist du ja endlich. Ich habe die Toads aus den Augen verloren. Es war furchtbar. Aber ich habe einen Powerstein gefunden. Siehst du, ich bin doch zu etwas zu gebrauchen. Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Okay. Ein weiterer Powerstern in dieser Episode. Thanks. Und, ja... damit habt ihr auch einen kleinen Einblick in meinen momentanen Alltag gewonnen. Der nicht unbedingt spannend ist, aber dafür ziemlich langweilig und intensiv. So kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. So, und ich würde sagen, das war ein guter, von der Ausbeute her ein guter Part. Ob es ein wirklich qualitativ guter Part ist, das müsst ihr entscheiden. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und ja, willkommen zurück. Dort drüben ist jemand, der behauptet, sein Bruder zu sein. Als ich ihn fragte, was sagt er mir, Powersteine suchen gehen? Ja, komm. Rosalina, das wissen wir doch alles. Das wissen wir doch alles. Und ich würde sagen, über einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Und wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal.